Alle in diesem Podcast besprochenen Medikamente sind keine Empfehlung. Ihr entscheidet selbst, womit ihr euch zudrückt. Aber nichtsdestotrotz, bitte diesen Moment im Kalender anstreichen. Ist doch recht warm hier. Sie es sich. Ich muss mir doch mal kurz die Jacke ausziehen. Das ist sonst alles... Es ist live. Es ist, naja, wenn ihr es schaut, nicht mehr live. Aber es ist für mich live. Es ist in Farbe. Und es passiert. Es ist real. Oder? Ja, Nico ohne Jacke. Öfters mal haben wir mit so einer anfänglichen Chaosphase zu kämpfen, was ja völlig üblich ist, die manchmal vielleicht auch etwas länger dauert, als üblich wäre. Aber hinterher stehst du immer da und denkst dir, okay, es hat geklappt. Ja, das ist das eine. Und was ich vor allem gut finde, ist, wenn du so die Leute triffst, jetzt auch, ne, in der Pause, wenn du so langläufst tatsächlich. Ja. Ich finde, du merkst total, und das mache ich jetzt ohne Scheiß, ich finde, du merkst total, dass da welche sind, die sagen, ich habe Bock, ich mache das nicht, weil ich Geld verdienen will, ich mache das nicht, weil es irgendwie Schulden auf dem Lebenslauf steht, sondern ich habe richtig Bock, mich hier richtig reinzuhängen. Ne? Ja. Wenn es kacke läuft, dann hänge ich mich halt noch mehr rein und versuche quasi mit Motivation, mit Begeisterung, mit Spaß das wettzumachen, was jetzt halt gerade irgendwie unrund läuft. Ne? Ja. Und das ist dann vielleicht auch nicht immer lustig, auch das gibt es natürlich, ne? Aber ich versuche hier wirklich was zu erreichen. Ne? Das ist so ein bisschen wirklich ja das, was mal abgesehen davon, dass ich nette Leute kenne, bis auch, also Simon zum Beispiel, ne? Jakob. das hält einen so ein bisschen, weil das heißt, da sind irgendwie coole Typen, die ziehen dann auch alle anderen mit. Und nicht nur coole Typen. Nein, also Typen im Anja, Sinne eines Isabel, Typus. Isabel. Im Sinne eines Typus Mensch, nicht im Sinne eines Geschlechts. Ich glaube, da musst du sagen Typ innen. Mit, so einem, mit so einem gluturalen Stopp dazwischen. Hm. Okay, aber egal. Also es geht um Menschen, nicht um Geschlecht, das ist mir vollkommen egal. Ja? Das sind einfach Menschen, mit denen macht es Spaß, ja? Wenn du so jemanden dabei hast und sagst, ja gut, ich stehe K.O., ich mache noch eine Runde, ist okay. Ja, na, ich glaube, das ist in vielen Fällen halt das, was man im Englischen diesen Can-Do-Approach nennt. Also dieses, zu sagen, wir schaffen das, wir können das schaffen, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, wie genau, wissen wir, dass es irgendwie, dass wir es hinkriegen. Ja. Und ich meine, man muss halt auch der Einschränkung halber sagen, es ist ja nicht so, dass wir hier... Mittig ist noch was das auch. Ist euch das auch schon mal passiert, dass die Kamera euch so langweilig fand, dass sie von alleine gesagt hat, sie geht jetzt aus? Nee, was ich gerade sagen wollte, ist halt, wenn wir eingesetzt werden, wir sind ja nicht der Regelrettungsdienst, sondern wir kommen immer dann, wenn irgendwie irgendwas los ist, was eben aus der Reihe fällt oder eben aufwendiger ist oder speziell. Und das führt natürlich dazu, dass es nicht unbedingt diesen einen Plan A und Plan B gibt, den man aus der Schublade zieht und sagt, so wird das was, sondern... Es ist halt, wie es ist, und dann muss man in der Lage improvisieren und gucken, was man halt mit den Mitteln, die man hat, hinbekommt. Also, was ich jetzt zum Beispiel merke, oder bei solchen Evakuierungsaktionen merke, ist, dass zum Beispiel ein Transport von Patienten im Rollstuhl irgendwie so eine Mangelfähigkeit ist. Weil wir im Ehrenamt jetzt eher seltener Fahrzeuge zum Transport von Rollstuhlfahrern vorhalten, weil das einfach irgendwie nicht... in unser Aufgabenspektrum passt, in das, was wir sonst machen. Auch im Rettungsdienst, es ist ja auch kein RTW dafür ausgelegt, den Rollstuhl, also den Rollstuhlfahrer, ja, super, easy. Ja, einmal auf die Trage legen, finde ich es, glaube. Aber den Rollstuhl mitzugeben, dafür ist das ja nicht gedacht eigentlich. Den lässt du eigentlich dann da. Ich sag euch was, Kinder, ich freue mich an den Tag, auf den Tag, an dem es wieder veranstaltet wird. Ja. Dann haben wir vielleicht auch mal die Gelegenheit, also ich meine, ich finde ja, einer, das ist halt auch was, das müssen dann auch die Zuschauer entscheiden. Man soll ja die Zuschauer mal so mit einbinden in alles. Ja, total, ist wichtig. Ob das jetzt auch ein Format ist, was okay wäre, wenn wir mal zum Einsatz berichten oder zumindest uns auf dem Einsatz oder in diesem Setting unterhalten. Man muss mich einfach lieben, sonst... Ich fest, theoretisch können wir hier auch noch so ein RTW-Branding mit reinbauen. Irgendwie. Aber so ein bisschen schief, wenn sie hier brauchen. Oh, wir können auch sowas können wir auch noch machen. Vielleicht gibt es ja was. Dinge, die man aus Filmen für den Sanitätsdienst oder Rettungsdienst lernen kann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also ich meine, ich hatte es ja mal vorgeschlagen, dass man so eine Art Review macht und sich halt bestimmte Szenen aus bestimmten Filmen mal rausguckt und darüber spricht, wie sinnvoll oder eben nicht sinnvoll etwas ist. Ja, Nils und Nico react to Videos.
oh Gott, ein React-Video. Ich wiederhole kurz nochmal. Deutsches Rotes Kreuz, den Trends maximal 3 Jahre hinterher. Ich hatte das tatsächlich mal in einem Rettungsdiensteinsatz, das war super. Wo wir einen Patienten gesucht haben, alarmiert war auf obere gastrointestinale Blutung. Also erwarteten wir einen mehr oder weniger schlecht zu Rande kommenden Patienten, der Blut spuckt. Männlich. Mhm. Dann kommen wir da an, finden die Adresse nicht. Machte da eine Frau auf sich aufmerksam, oder genau genommen auf sich und ihre Tochter, wie sich dann herausstellte. Die Tochter war irgendwie so Ende 30 oder irgendwie sowas, ja, mit einer schweren COPD. Die hat den Rettungsdienst gerufen. Ja gut, ist jetzt nicht ganz wie erwartet, aber RTW wurde gefordert, RTW ist gekommen. Irgendwann klopft es an der Tür. Ich mache diese Tür auf. Da steht da so ein Rettungssanitäter von uns auch. Und sagte so sinngemäß, wie könnt ihr unseren Patienten nehmen, wenn ihr nicht wisst, dass wir noch kommen? Habt ihr zufällig eine Frau mit COPD eingesammelt? Also, oder mit Atemnot? Ja. Ah gut, das ist unsere. Ja, dann könnt ihr die ja behalten. Nee, Moment. Also, ja, machen wir. Das macht jetzt keinen Sinn, die zu euch umzulagern. Aber... Dann ihr müsstet irgendwo immer noch. Ihr müsstet für uns dann bitte mal einen männlichen Patienten mit oberer gastrointestinaler Blutung suchen. Und das war wirklich unglücklich, weil die Leitstelle, die hatten sogar auch bei der Leitstelle, die hatten die Patientin nicht gefunden, da wo sie hingefahren sind. Logisch, weil wir hatten die ja fröhlich einkassiert. Ja. Und standen so um die Ecke, dass sie uns nicht sehen konnten, weil die von einer ganz anderen Seite angefahren. Und die hatten auch bei der Leitstelle nachgefragt und hatten gesagt, ja, ist da was in der Nähe. Und die Leitstelle hat vermutlich direkt auf der Seite, so quasi so ein Park, den man von zwei Seiten anfahren konnte, geguckt und gesagt, da gibt es keinen anderen Einsatz. Ja. Haben also vermutet, naja gut, da wird halt irgendein Krankenwagen vorbeigefahren sein, auf den die auf sich aufmerksam gemacht haben. Und wird sich gesagt, ah, einfach verdientes Geld, nehmen wir mit, fahren wir schnell ins Krankenhaus. Ja. Und schwuppsdiwupp war das weg. Und wir dachten uns, na gut, man kennt das ja, ne? Anrufer, ist im Stress, ist wirklich aufgeregt. Ja, ja, aber es reicht ja schon, wenn quasi im Snap zum Beispiel der in der Leitstelle sich einfach verklickt. Ich meine, oder verklickt sich, ja. Also du kannst ja gar nicht so dumm denken, wie es manchmal kommt. Ne? Oder hast wirklich eine schlechte Verbindung, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war das auch. Und das hätte wirklich schief gehen können. Also, nee, haben im Nachhinein noch rausgefunden, ist Gott sei Dank alles gut gewesen. Sind gefunden, ging es nicht so schlecht. Aber wenn der jetzt wirklich da massiv Blut erbricht in seiner Wohnung und effektiv kommst du so viel später, ja, hast du natürlich ein Problem. Und wir hatten ja was zu tun, deswegen haben wir uns noch nicht zurückgemeldet und gesagt, hier ist das alles richtig. Wir waren ja noch mit der Patientin auf dem Chat. Die brauchte auch Hilfe. Aber zeigt halt auch wieder, kaum etwas ist tatsächlich so wichtig wie in erster Linie genauer Einsatzort. Und im Zweifelsfall, wenn es um Wohnungen oder so geht, der Name auf dem Klingelschild. Ja, total. Weil alles andere, also ganz ehrlich, natürlich für uns ist es schön, wenn wir vorher wissen, wo wir hinfahren und was es da gibt. Aber selbst wenn wir das nicht wissen, also ja, im Zweifel nehmen wir halt alles Material aus dem Auto mit und lassen uns überraschen. Ja, oder geh mal gucken. Im Zweifel muss, also wenn es ganz dumm kommt, dann muss halt auch wieder zurückgehen. So. Aber du bist zumindest da. Ja. Wenn du es jetzt falsch mitgenommen hast. Deshalb ist auch... Da, das geht ja alles. Die Standardbegrüßungsfloskel, wenn man die 112 wählt, ist ja auch Notruf der Berliner Feuerwehr. Wo genau befindet sich der Notfallort? Weil eben das die Frage ist. Wo müssen wir hin? Das ist das Wichtigste. Ja. Und alles darüber hinaus ist so ein bisschen schmückendes Beiwerk für die B-Note. Also von daher auch nicht wundern, wenn man irgendwo so ein RTW mit Blaulicht und Sirene dreimal die Straße hoch und runter. Karacho irgendwo hinfährt, stehen bleibt und danach im Schritttempo noch eine Weile weiterfährt. Oder wendet. Also habe ich auch schon mal, bin dreimal, das ist blöd zu sehen, war dreimal dran vorbeigefahren und dann fährst du halt im Carré. Ne? Das Navi auch sagt, ja jetzt hier rechts. Das ist keine Einfahrt, das kann nicht sein. Das ist keine Hausnummer oder so. Ne? Also gibt alles. Ja, und es gibt tatsächlich dann auch Krankenhäuser, da merkt man das dann besonders, wo halt die offizielle Anschrift des Krankenhauses nicht identisch ist mit der Anschrift für die Zufahrt zur Rettungsstelle. Ja. Wenn ich in den Eingang reinsette, wunderschönen guten Tag, der Rettungsdienst. Wo ist denn Ihre Notaufnahme? Und der sagte, ja hinten. So, also da jetzt. Ja, da bin ich gerade her. Ja, dann waren Sie da richtig. Okay. Ja, das ist nur so eine Metalltür. Herzlichen Glückwunsch, es war halt dunkel. Also, da steht sogar, ich drauf gesehen, ja, da steht sogar nichts drauf, aber es war halt mitten in der Nacht. Und ich war da noch nie. Das war mein erstes Mal in dieser Klinik. Und dann ist da halt mal so eine Baustelle und dann fährt man halt nach langer Zeit mal wieder dahin und muss halt feststellen, dass es nicht mehr so ist, wie man das sich vorgestellt hatte. Dann stehst du da wie Gandalf
vor deinen Rettungsstellen und sagst dir, I have no memory of this place. Und fährst halt am Ende dahin, wo die Luft ein bisschen frischer wirkt oder so. Und im Zweifel, mit der Rekrundung sollte man immer seiner Nase folgen. 5 Minuten. Das ist jetzt aber eine sehr defensive Schätzung. Hast du berechnet, dass erstens du am Steuer sitzt und zweitens da vorne rechts eigentlich schon das Ziel ist? Kann ich sagen, guck mal, 5 Minuten waren geplant und ich schaffe es in 30 Sekunden. Ja. Das ist Erwartungsmanagement, aktives Erwartungsmanagement an deine Leute. Ja, das ist dann der Star Trek-Dialog hier zwischen Kraftfahrer und medizinisch verantwortlicher Einsatzkraft. Nils, wie lange dauert es bis zum Krankenhaus? Und dann sagt der Nils, naja, Navi sagt 15 Minuten. Dann sage ich ihm, Nils, du hast 8. Und er sagt mir, Nico, ich mach's dir in 4. Experte, du als Disco-Experte, als der einzige lebende Mensch, die, naja, aber als einer der wenigen Menschen, den ich kenne, der tatsächlich noch in Discos war und nicht in Clubs. Was ist eine Mobil-Disco? Ich glaube tatsächlich, dass es schon sehr, sehr vielen Kraftfahrern im RTW das Leben gerettet hat, dass das ganze Zeug, was in irgendeiner Form spitz oder scharf ist, da hinten drin ist. Dieser junge Padawan zu meiner Linken hier zum Beispiel verdankt sein Leben diesem Umstand. Nathalie ist zurück. Perroquet. Nathalie est dans la salle de séjour. Oder so. Ja. Elle regarde la télévision. Man merkt, der Einsatz geht schon ein paar Stunden. Jetzt kommen so Kindheitstraumata hoch, in diesem Falle der Französischunterricht. Nils meint, du guckst ein bisschen, als würdest du dich fragen, was bei uns schief läuft. Ja. Das ist ein wirklich faszinierendes Phänomen. Die Leute kennen uns. Ja? Also Anja kennt uns, Isabelle kennt uns, Lorna, Dustin, Flo, alle mit denen wir fahren, kennen uns. Ja. Und trotzdem, wenn du sie fragst, wollt ihr mit uns fahren? Sagen sie ja. Ich weiß ja nicht. Also, ich meine, bei mir ist ja nicht alles richtig im Kopf. Das gebe ich ja zu. Bei dir auch nicht. Das gebe ich auch zu. Aber was ist falsch? Also, wieso klappert der schon wieder? Ich habe den vorhin erst entklappert. Um es mit Obi-Wan zu sagen, wer ist der größere Narr? Ja. Der Narr oder der, der ihm folgt? War das Narr oder war das Tor? Tor! Oh, nein! Ja. Tor! Ah! Ja, hier. Ah. Aus dem Hintergrund der verzweifelte Ruf, sind wir bald da? Ja, sind wir. Also wir müssen dann irgendwann rechts abbiegen. Nein. Doch. Oh. Ja, ihr habt es vielleicht erraten. Wir sind durch. Also waren wir schon von Anfang an, klar, aber... Aber jetzt auch formell. Genau. Wir haben heldenhaft vor uns hin evakuiert, gependelt zwischen Spandau Nord und Mitte von Kreuzberg. Ja. Und bei der ganzen Sache, also beim ganzen Aufwand, der betrieben wurde und bei der ganzen Zeit, die wir beschäftigt waren, tatsächlich unterm Strich 2 Transporte hin, 2 Transporte zurück. Also die Herausforderung dieses Einsatzes, möchte ich meinen, war tatsächlich die Strecke. Aber es war schön. Die Betroffenen waren, glaube ich, ganz angetan. Ja, also ich muss sagen, da ist viel Dankbarkeit auch. Ja, total. War schon irgendwie nett. So. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, die Organisation seitens der Pflegeeinrichtungen war ja Bombe. Ausgezeichnet. Also, sorry. Ja. Also das lief richtig, richtig gut. Die waren ja, organisiert, die wussten, wer alles unterwegs ist, wer wohin kommt. Die wussten, wer noch fehlt. Das war schon... Ja, also auch so Sachen wirklich, die mit ausreichender Manpower, da ist nicht nur einer, der sagt, ja, geh mal in das Zimmer. Und Womanpower. Ja, genau, Womanpower genauso. Also mit Leuten, die kommen und sagen, hier braucht ihr noch jemanden, der mit anpackt. Ja. Braucht ihr noch irgendwas, Infos, Kram, ja. Das war wirklich schön und richtig gut gelaufen. Ja. Auch sein, also, naja, das liegt halt auch daran, dass es, glaube ich, also was der Einsatz hier hatte, taktisch gesehen von Vorteil ist, dass eben eine einzige Einrichtung evakuiert werden musste. Und Voltairestraße in Mitte waren das ja lauter individuelle Wohnungen, die abgeklappert werden mussten. Das war natürlich wesentlich komplexer. Ja. Ein Riesenaufwand. Jo. Mittlerweile ist es auch schon wieder dunkel geworden, von daher packen wir es, oder? Ja, machen wir uns zurück in die Fahrzeughalle und dann
Bis nächstes Mal. Wenn Onkel Nils und Opa Nico vom Krieg erzählen oder so. Alter Schwede! Ja? Ja, ich erhöhe unsere Abschlussmeldung. Wir sind exakt 211 Kilometer gefahren. Alter Schwede!